So Leute, wir sind zurück mit einer neuen Folge Assassin's Creed Odyssey. Mega mäßig, dass ihr wieder mit am Start seid. Wir sind dabei, die Gebiete zu säubern und die dazugehörigen Anführer zu eliminieren. Wir stehen hier vor der letzten Festung des letzten Gebietes und Freunde, so eine Festung haben wir noch nie gesehen. Ich zeige euch kurz mal, was hier Phase ist. Das Ding ist so riesig, es sind so viele Gegner. Ich weiß gar nicht, ob ich alle markiert habe. Hier vorne rüber, da lang, hier, da oben. Je näher ich komme, umso mehr bloppen natürlich auf. Ihr kennt das ja mit Ikaros. Ich fliege hier nochmal kurz ein Stückchen näher. Ihr seht schon, zapp, zapp, zapp. Unendlich viele. Das wird richtig spaßig. Sodele. Und ich würde sagen, auf geht's. Ich habe übrigens die ganzen Skillpunkte, die wir hatten, in den Schwertschaden gesteckt. Ich habe mir gedacht, warum denn nicht? Wir werden ihn eh brauchen. Und da ist der erste auch schon weg. Wir müssen zum Feuer. Okay, okay. Vielleicht können wir den ja holen. Und zwar so. Was? Was? Ja, den haben wir geholt. Jetzt gucke ich hier auf die Mauer drauf. Sehr schön. Die letzte Festung ist ja nicht so prickelnd gelaufen. Irgendwie hatten die mich gesehen. Und ich nehme an, es hängt damit zusammen, dass wir die Fackel ausgeschossen hatten. Und das hat irgendjemand mitgekriegt. Und dann war hier Alarm, deswegen warten wir damit noch, bis hier wirklich alles gesäubert ist. Und erst dann werden wir uns um die Fackel kümmern. Hier in der Ecke ist noch was Leckeres für uns. Ja, gut, wir können wieder nicht alles mitnehmen. Halt, da unten ist eine Kiste, da gehen wir gleich hin. Wir kriegen Besuch von da unten, so wie es aussieht. Den sollten wir uns dann schnappen. Ich gehe auf Nummer sicher. Wow, wow, wow. Was machst du? Alexios, was? Manchmal frage ich mich, was der für Moves macht. Okay, den nehmen wir jetzt. Und bringen den mal ganz schnell hier oben hin. Kommt mich schon der nächste. Ne, der bleibt da unten stehen. Tschüss, auf Nimmerwiedersehen. Habt ihr den Eiertanz da an der Kante gesehen? Ja, das Attentat hat nicht gereicht. Aber trotzdem, ich wollte sofort rum, aber er ging überhaupt nicht weiter. Okay. Oh, scheiße, ist das viel zu erledigen. Letzte Worte des Rebellen. Zerrissenen Rezeptes. Irgendein Questgegenstand. Na, warum auch nicht, ne? Wie kriegen wir den da weggelockt? Das ist zu weit. Versuche ich mal mein Glück hier. The Fackel. Den komme ich so noch nicht ran. Huh?
Geh zu deinem Bruder, du Luder. Hier hinten ist der nächste Anführer. Wenn wir die separiert haben, ist doch optimal. Können wir die wenigstens sofort wegschlitzen. Ein Problem weniger, ne? Da kommt schon das nächste. Dreht er sich um? Nein, der guckt ihn genau an. Natürlich. Was auch sonst? Wie guckt er denn gar nicht? Jetzt hier rüber und Daumen drücken, dass das Attentat reicht. Sollte klappen. Bisschen was für die Tasche. Nun gut, machen wir hier vorn weiter. Ich würde ganz gern erst in den Flügel da vorne rein. Dann machen wir das auch. Da betet irgendjemand. Sehr schön, das hat geklappt. Ich meine, wenn es einen Teil einer zerrissenen Nachricht gibt, dann gibt es auch mehrere. Besonders schnell sind wir nicht. Aber das ist ja auch nicht immer alles, was zählt, ne? Hat keiner mitgekriegt, das Ganze. Da seht ihr, da guckt auch noch einer. Und tschüss. Ein Problem weniger. Die besetzen nach, ich liebe es. Die ist einfach Verlass auf die Leute. Der sieht das nicht. Dann kann ich den mitnehmen. Quasi to go. Die Kolosse haben das nicht mitgekriegt. Da bin ich aber froh. Geh dir das mal anschauen. Naja. Leg dich zu den Ratten. Da oben ist irgendwo das Feuer. Ich
habe Angst, die Fackel auszuschießen. Ich muss es ganz ehrlich sagen, so wie es ist. Davon kommt jemand. Wir machen uns voll mit Adrenalin. Es kommt doch keiner. Er bleibt schön da oben. Oh, wow, 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 ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. Gehe ich lieber auf Nummer sicher, ne? Kann ja nie wissen. Wow, wow, wow. Das ist halt die Scheißgefahr. Wenn man hier nicht aufpasst und nicht alle markiert hat. Und weiter im Text. Wir machen auf jeden Fall gut Meter. Wir erledigen zwar nicht so viele Dinge. Keine Ahnung, wo die alle sind. Hier die Reserven und so ein Scheiß. Ist schon wieder einer. Wir brauchen die Kohle. Da unten sind Reserven zum Verbrennen. Komme ich da hin? Alles klar. Bleib entspannt. Bleib ganz entspannt. Der legendäre Satz von Antonio Banderas in Desperados: Wenn du gehen willst, geh. Wenn du bleiben willst, entspann dich. Eins der besten Filmzitate überhaupt, wie ich finde. Ist auch einer meiner Lieblingsfilme. Ich habe den damals so gefeiert. Es war ein Meilenstein damals. Mit der Brutalität und dem Rumgeballer. Das ist einfach genial. Vielleicht kann ich dem ja auf die Mütze springen von hier oben. Vielleicht darf ich das. Aber es ist zu hoch, ne? Nein, es passt. Ja, dann nehme ich den auch noch mit. In die Fresse. Geht ja alles auf den Einfluss, ne? Das wäre der Hintereingang gewesen. Na ja, gut. Hätten wir das geklärt? Gehen wir weiter hoch. Richtig? Ja, richtig. Wow.
Er macht einen kleinen Spaziergang in die Hölle. Das ist aber verdammt gefährlich, hier lang zu gehen. Ich gehe erstmal hier raus. Bin ich jetzt? Ach, okay. Von hier bin ich ja vorhin gekommen. Gut. Kann man machen. Muss man aber nicht. Ich muss mal kurz abwarten, wo die hingehen. Wenn die Treppe runterkommen, wäre ich da echt begeistert. Gefallen tun die mir aber nicht. No. Gehe ich hier weiter. Boah, das ist verdammt gefährlich gewesen. Ich habe auch ein Pech. Ich muss das anders angehen. Wem? Auf wen hätte ich denn springen können? Ist hier irgendwo ein Koloss? I don't know. Auf jeden Fall hat es keiner mitgekriegt. Das ist ja schon mal viel wert. Wie sieht es hier mit denen aus? Da wird wieder nachbesetzt. Ich hoffe, es reicht. Jawohl. Schneller Stich und weiter geht's. Ach, hier steht der Koloss. Nein, was machst du? Wie, Alexios, bist du... Ich weiß nicht, was... Warum, ich... Immer ganz ehrlich, warum ist er auf ihn draufgesprungen? Ich habe nur eingesammelt.
Ich habe nur fucking nochmal Beute eingesammelt. Dreckskoloss. Der ist echt auf Krawall gebürstet, Alexios, hier in diesem Elysium. Ich meine, die Dreiecktaste ist kein Angriff. Null, nada, niente. Schnell hier rüberlaufen. Alles mitnehmen. Boah, da haben wir mal richtig Schwein gehabt, ey. Ich will sie eigentlich durchsuchen. Ich kann sie nicht durchsuchen. Gehen wir doch nicht auf den Sick. Ah, so viel zum Thema Glück gehabt, ne? So viel zum Thema fucking Glück gehabt. Hat keiner mitgekriegt. Also ich wiederhole, wir haben Glück gehabt. Es ist vermaledeit. Werf ihn doch weg. Beseitigen wir unseren Unrat. Also haben wir immer noch Glück gehabt. Wir sollten jetzt aber unser Glück nicht nochmal herausfordern. Aber der Schwertschaden, dass wir den gelevelt haben, das war mal optimal, oder? Wie schnell die gefallen sind jetzt. Irre. Irgendwo liegt doch noch einer. Ach ja, hier hinter. Ja, ich hätte es hier liebend gern komplett sneaky gemacht. Aber es war ja schon vorbei, wo Alexios hier seinen Anfall hatte. Habe ich den jetzt runtergeworfen? Nein, natürlich nicht. Nun gut. Tun wir so, als hätten die letzten 3-4 Minuten nicht stattgefunden. Aber dafür kann ich jetzt auch looten. Na, immer noch nicht. Ach komm, leck mich doch am Arsch, dann loot ich's halt nicht. Jetzt habe ich auch die Faxen voll. Wenn schon scheiße, dann scheiße mit Schwung, ne? Können wir auch das andere ausschießen. Rennt er zum Leuchtfeuer? Witzig ist ja, wie der mich gesehen haben kann, ne?
Man weiß es nicht. Es ist ein Mysterium. Da hinten. Ah, das ist verdammt weit weg wieder. Aber macht ja nichts. Ich kann es ja nicht ändern. Wir müssen es ja eh ausschießen. Hier ist definitiv keiner. Das nächste Ziel ist die Truhe. Komm ich hier gar nicht hoch. Müsste von außen hoch. Ja. Da nicht. Aber hier. Noch vier. Da ist ein perfekter Adrenalinspender. Alright. Dann hier rein. Erster Streich. Zweiter Streich. Wie komme ich da hoch? Halt! Fast in die Arme gelaufen. Turm geräumt. Dafür, dass das so groß ist, gibt es immer nur partiell so ein paar Schätzchen. Und nie so einen richtig großen Haufen. Komm, er muss gehen. Kein Koloss erweckt, so muss das sein. Und weiter. Da
dürfen wir nicht liegen lassen. Und das Feuer, da gehen wir auch noch kurz ran. Man kann ja nie wissen. So. Hier läuft ein Separatist. Springe auf die Mütze. Dann sollte das erledigt sein. Wieso kann ich den denn jetzt hier nicht aufs Gesicht springen? Von hier vielleicht? Nein. Geht nicht. Ist nicht drin. Ist nicht drin. Die glucken schön zusammen. Jetzt nicht mehr, das ist gut. Was war das? Scheiße. So, das haben wir gelöst. Die legen wir hier hin. Zack, zack, zack. Hier gibt es einiges zu mitnehmen. Da bin ich Fan von. Das finde ich cool. Drüben noch. Ich dachte, der macht sich die Schuhe zu. Anführer lassen wir mal. Wenn wir den nicht beim ersten Mal weghauen, kriegt er hier noch Verstärkung und dann sind die Kolosse echt genug. Da schon wieder! Boah, ey, Wahnsinn, ernsthaft. Ich habe keine Ahnung, warum er das macht. Jetzt macht doch das Attentat! Er macht's nicht. Komm doch her! Meine Klingen verlangen nach Blut. Bei den Göttern. Sie kämpfte wie ein Tier. Ja, geht so, ne?
Geht so. Sie kämpfte eigentlich weniger wie ein Tier. Reicht dem Maschai noch in der Unterwelt wichtig zu sein. Und gerade in meiner Tasche. Hat keiner mitgekriegt, Gott sei Dank. Na gut, das ist anders gelaufen, wie ich wollte. Aber es ist gut gelaufen. Tod ist tot. Hier sind einige Schätze. Da, wo wir vorher nicht so gut belohnt wurden, werden wir jetzt hier aber reichlich belohnt. Muss noch irgendwie nach oben kommen. Das hätten wir. Also der Rest ist ja hier eigentlich nur Formsache, ne? Kriegen wir richtig gut Geld. Wir können es gebrauchen. War mir eine Ehre. So, den hätten wir weggeräumt. Und da oben müssen wir noch hin. Das tanken wir doch gleich mal ein bisschen Adrenalin. Kann ich auch die Treppe nehmen, das war die letzte. Ein Schwingenbogen? Wie krass ist das denn? Da gucken wir gleich mal. Wieder teilen einer zerrissenen Nachricht. Das ist schon mal gut. Damit hoffe ich, haben wir alle Teile. Nein, Alexios, du springst dem jetzt nicht wieder in den Nacken rein. Gucken sofort auf den Bogen. Das muss irgendwo draußen sein. Ah ja. Gar nicht abgebrannt, ich Trottel. Surprise, jetzt haben wir es. Ich bin begeistert.
Gut. Und Level up. Das war mal eine Festung. Fusion. Tja. Ist nice, wenn man mit Bogen spielt vielleicht. Wir nehmen aber den Skin mit, weil ich will wissen, wie der aussieht. Zeig ich mal her, das Teil. Finde ich ganz geil. Finde ich ganz geil. Was war jetzt hier in der Nachricht? Hier konnten wir nicht lesen aus irgendeinem Grund. Was war das? Der Anfang. Das hatten wir gelesen. Anfang und Ende einer Formel. Ich denke, damit hätten wir alles, was wir benötigen. Fähigkeiten. Da machen wir mit dem Schaden weiter. Da Schwertschaden. Er ist schon heftig. Habt ihr gesehen, wie schnell wir die wegrationalisiert haben? Das wäre absolut genial. Gut, Freunde. Quest. Jetzt haben wir ja das Gebiet eigentlich geschwächt. Immer noch nicht. Eigentlich haben wir doch die Anführerinnen alle getötet. Hier ist grün. Umkämpftes Gebiet. Aufseherin getötet. Aber hier ist noch ein bisschen, was wir schwächen sollen. Und hier auch. Naja, gut. Ich denke, das mache ich ohne euer Bein sein. Und in der nächsten Folge sprechen wir dann mit Adonis, um unsere Belohnung zu bekommen. Wir werden dann sehen, wie es hier weitergeht. Denn er hat auch nur eine coole Belohnung. Soweit ich weiß, irgendein Rüstungsteil, was Gold ist. Und das will ich unbedingt haben. Also, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Der Bogen sieht geil aus. Schluss und aus. Ich verflüssige mich und bin raus.